1989. Kurz nach der Maueröffnung schreibt eine Journalistin über ihn. Plüschtiere und Pralinen, Briefe und Blumen und immer wieder Beifall. Nur so kommt er von der Bühne. Ein Spitzname aus Kindertagen hat ihn bis heute begleitet. Markenzeichen für gut gemachten Teenie-Pop. Ralf Bumi-Bursi. Wirklich ein Bummi. Also sehr, ein sehr, mit einer sehr kuscheligen Aura, sage ich mal. Also das ein sehr, einer der angenehmsten Menschen, die ich also so in meinem Business kennengelernt habe. Diese Stimme war so wiedererkennbar. Ich kenne keinen zweiten Sänger, der mit so einem Timbre gesungen hat. Und das ist ja das Wichtigste in unserem Beruf, dass wir wiedererkennbar sind, dass wir nicht austauschbar sind. Und das war alleine schon durch die Stimme nicht. Kalte Augen sind die Wunder nie, die Abenteuerwelt der Fantasie. Wir bekommen, was wir sehen wollen, oft weniger, doch niemals mehr. Was uns halt unterschieden hat, ist die musikalische Ausrichtung. Ne? Also ich komme so aus dem ganzen New Wave, Punk, Electronic Bereich und er kommt so aus dem Hard Rock und Metal. Das war auch, glaube ich, später der Grund dafür, dass wir uns nie als Konkurrenten gesehen haben, sondern immer als, wir sind jetzt die frischen Jungs hier und wir zeigen jetzt mal, wo es lang geht eigentlich so. Wir haben ja viele Produktionen gemacht bei Ihnen im Studio und es gab wirklich unzählige Situationen, wo wir wirklich minutenlang fast unterm Pult gelegen haben vor Lachen. Und ich habe dann sein letztes Soloalbum produziert. Das war ein sehr schönes Album mit sehr schönen Liedern. Und dieses Ding, dieses wundervolle Album ist dann wirklich untergegangen. Also in den Nachmauerfalljahren. Und das ist so schade. Und das hat auch was damit zu tun, dass er, glaube ich, sich dann gesagt hat, okay, dann war's das. Schick mich auf die Reise. Raus auf den Ozean. Ich schließ die Tür ganz leise. Da half kein freundschaftliches Reden und sonst was. Der war völlig desillusioniert einfach. Und hat halt in anderen Sachen eine Bestätigung gefunden und eine Aufgabe für sich und hat gesagt, das reicht mir. Ich bin hier im Studio, ich mache geile Produktionen, ich bin ein guter Toningenieur und ich schreibe für andere Leute Songs. Der wollte nicht mal raus auf die Bühne. Ich lieg im Dunkeln wach und hör auf jeden Laut. Bei jedem Schritt vom Haus. Das war auch ein charismatischer Typ. Also ich meine, davon hat man jetzt im Osten nicht so viele. Und wenn er auf die Bühne gekommen ist, da stand halt was. Das war nicht irgendein Lappen, der da sich über die Bühne schleift, sondern da stand ein Typ. So. Und das geht ja nicht weg. Wenn du das einmal hast, das verschwindet ja nicht. Und deshalb, ja, schade. Die Stille tönt in mir und sie dröhnt mir. Ich warte auf dich. Mich hat ein gemeinsamer Bekannter angerufen und dann hat er mir das erzählt, dass Ralf verstorben ist. Und in diesem Moment habe ich diese Zeit
die ja für uns beide prägend und wichtig war auch, ne? Wir haben ja auch ein Stück Zeitgeschichte zusammen erlebt. Und diese Zeit habe ich nochmal wie in so einem Helikopter-Rundflug nochmal so von oben betrachtet und so alle Stationen und habe mir gedacht, das war gut, dass wir das gemacht haben. Das war gut, dass wir so lange, so viel Zeit miteinander verbracht haben und jeder Tag davon war gut und jeder Moment davon war wichtig.